Wie sieht das aus hier? Komm. Sieh mal die Fusche da aus, Gänse. Noch einmal rot, blau, weiß. Komm. Du schießt im Blick, Mann. Und? Mann. Oh. Das ist alles weiß. Komm, kleines bisschen näher. Und blau. Und weiß ist die Gitter. War doch gar nicht so schwer. Mach mal ein Foto. Herr Putze. Und der Blitz. Wir kommen. Wir jetzt rein. Komm ohne mich. Was soll das denn? Mensch, viel verdienen, viel trinken. Läuft mies nicht. Schätzchen, das ist ein Neppladen. Superladen. Ein Neppladen. Ja, früher, Erich, er hat die Klassenkasse. Ich übernehme das Quatschen und du haust dazwischen, wenn was schief geht. Der Arsch hat die Klassenkasse auf dem Kopf. Jetzt rechts. Ja. Na, bitte. Guten Abend. Jetzt. Dreimal rot, blau, weiß. Rot, blau, weiß, kenn jeder. Ich kenn nur Pommes rot, weiß. Aber eine Meere, Curaçao, ein Koko. Kuckuck. Hier trinkt man aber nicht alleine, Jungs. Ja, Jungs, und eigentlich trinken wir hier nämlich auch Champagner. Wir haben da so einen ganz feinen französischen. Champagner für die Damen geht auf mich. Tschüss. Mein Engel, ja? Noch planschen gehen? Ein bisschen baden gehen, ja. Winke. Komm, schick ein. Anne KDD, ist das mein Verdacht oder wissen Sie das? KDD Erichsen, was Sie haben eine Geiselnahme? Nein, wir kommen ohne Blaulicht. KDD, hier ist die Kriminalpolizei. Wir sprechen Deutsch, Englisch, Französisch und Vietnamesisch. Mit diesem Messer ist heute Nacht jemand ermordet worden. Hey, was soll das denn? Mit dir noch mitten aus, ey! Lass sie nicht wiederblicken! Der Schweine! Leute lachen, oder was? Ich mach euch fertig! Wir haben ja vorhin schon gesagt, du sollst keine Ahnung machen hier. Pisser! Ich mach euch sowas von fertig! Das habt ihr überhaupt noch nie gesehen! Alles mal her! Hosenscheißer! Scheiß Fernbedienung! Die Arschlöcher haben mir die Nase gebrochen. Von mir aus kannst du da reingehen und ein Blutbad anrichten. Ich verteidige dich dann. Umsonst. Ja, komm, schick ein. Hallo. Hallo, schick ein. Na, mein Süßer. Hm? Na? Hm. Kommt sich ab. Wieso das denn? Das ist ein Bulle. Hm? Bulle. Check ein. Erst zahlen. Polizei bezahlt, nicht schon vergessen. Ich mach keinen Scheiß. So. Hier ist check ein.
Füßen. Soll ich Kaffee holen? Nee, nicht nötig, danke. Da? Hast du gut geschlafen? Fantastisch. Hast du immer wieder zugeknallt? Ich bin topfit. 2,7 Promille? Was soll ich nun schon wieder gemacht haben? Du hast mit deiner Pistole im Barmann bedroht. Hat er das gesagt? Mhm. So ein Arschloch. Sei mal froh, dass so viele Arschlöcher deine Freunde sind, Erich. Er hat auf eine Anzeige verzichtet und sagt, du sollst bloß nicht wiederkommen. Ja, komm. Der Chef will dich sehen. Ich kann mich ja nicht sehen. Ja, klar. Ja, ich kenne den Weg nach oben. Ja, okay. Du siehst aus wie ein Obdachloser. Ich müsste dich aus dem Verkehr ziehen. Mach das immer. Was soll das denn? Das ist doch totaler Quatsch. Ich hab ein Problem. Was für ein Problem? Ich bin ausgebrannt. Als wenn einer den Stecker rausgezogen hat. Nicht mit der Burnout-Nummer, Erich, echt nicht. Letztes Jahr Midlife-Crisis und jetzt Burnout, das will kein Mensch mehr hören. Ein Bulle, der Gespenster sieht, ist nicht tragbar. 2,68 Promille sehen alle böse Gespenster. Hast du deshalb deine Waffe gezogen? Der Barmann sagt, es war ein Reflex im Suff. Ja, aber der Puff ist keine Privatsache. Du kannst in dem Laden nicht ermitteln, wenn du da saufen gehst. Und kein Mensch will hier im besoffenen Hauptkommissar, ist das klar? So, du kriegst jetzt eine Abmahnung, ist das okay? Eine Abmahnung? Ja, ist das okay? Das ist alles? Dann was muss ich denn noch machen? Schmeiß mich raus, oder? Schmeiß mich raus. Den Gefallen kann ich dir leider nicht tun, Erich. Wir brauchen dich hier. Wir haben einen Mordfall. Und nimm den neuen mit. Welchen neuen? Welchen neuen? Kruse, hochkommen. Was denn für Kruse? Ja, ne Kruse. Kommissar mit Note 1. Glückwunsch, Kruse. Bachelor of Arts in Police Leadership. Ja, ganz normaler Kommissar. Erichsen vom KDD. Erichsen? Der Erichsen von der Nachtschicht? Ja, genau der. Es kann nur einen geben. Jetzt kapierst du auch mal endlich. Du erzählst ihr die gleiche Horrorstory wie immer. Sie lehnt dich ab und das Arbeitsamt zahlt schön weiter. Okay? Ja, aber mal im Ernst, Yüksel. Das bringt uns auch nicht viel weiter. Okay. Gut. Nee. Nicht mit dem Lippenstift, Alter. Wie oft? Nicht mit dem Lippenstift. Hallo, Dalida Abdullah. Ich komme vom Jobcenter. Ich soll mich hier vorstellen. Doreen, die neue Haushälterin ist da. Kommen Sie rein. Gruß vom Arbeitsamt. Ja, kommen Sie rein. Bitte, wollen Sie einen Kaffee? Nee, danke. So, Schatz, ist noch ein bisschen was, ja? Um wie viele Stunden geht's denn? Oh, 4 bis 6 Stunden, würde ich sagen. Pro Woche? Nein, am Tag. Am Tag? Entschuldigung, sorry, ich habe selber viel zu tun. Was? Was haben Sie denn zu tun? Ich habe selber ein Kind. Und einen arbeitslosen Mann mit Alkoholproblemen. Leider, muss man sagen. Als ich ihn geheiratet habe, hat er noch nicht so viel getrunken. Wo warst du heute Nacht? Ja, mit den Jungs auf der Piste, das weißt du doch. Bis um 5. Ja, und? Ist doch kein Problem. Ist ein bisschen versagt. Erichsen hat doch alles unter Kontrolle. Hm. Hauptsache, du hast alles unter Kontrolle. Also, was ist jetzt? Wollen Sie den Job oder nicht? Wie jetzt? Also, ja, doch, natürlich will ich den Job. Ich dachte nur, ich sag Ihnen das lieber alles gleich. Was denn? Ja, eigentlich bin ich nämlich Schuhverkäuferin. Aber das macht doch nichts. Ich habe da überhaupt keine Vorurteile. Trinkst du jetzt deine verdammte Milch?
Wissen Sie, meine Chefin hat mich dauernd rumkommandiert. Dauernd ins Lager, Treppe rauf, Treppe runter, stapelweise Schuhkartons bis unters Kinn. Hier, sehen Sie das? Ja. Das war richtig wundgescheuert. Da habe ich ihr ein paar Schuhe an den Kopf geworfen. Was? Na, Kündigung. War ja klar. Das hört sich ja alles furchtbar an. Und jetzt hat mein Mann auch noch so eine Sache wegen schwerer Körperverletzung im Hals. Die Polizei sagt, er war's. Okay, er ist leicht aufbrausend, ja, aber der andere Typ hat auch ein Drama draus gemacht. Hören Sie mir mal zu, da... Nieder. Nichts für ungut, aber ich hab's wirklich verdammt zart, mich dauernd nach einer neuen Haushälterin umzusehen, ja? Ja, klar, verstehe ich. Kein Problem. Sie müssen mir auch nur noch bestätigen, dass ich pünktlich hier war und das Jobangebot annehmen wollte, dann bin ich auch sofort wieder weg. Weg? Was heißt hier weg? Nein, Sie haben den Job. Was sagen Sie jetzt? Danke. Du hast ja wohl den Arsch offen, Roland. Ich weiß jetzt wirklich nicht, worum es geht. Worum es geht? Ja. Du gehst umsonst im Puff und willst mit deiner scheiß Clubkarte einen wegstecken, obwohl du bei mir mit 40 Riesen in der Kreide stehst. Darum geht es. Das war eine kleine Geburtstagsparty. Ich meine, dafür ist die Karte doch da. Meine Karte ist abgelaufen. Deine geliebte Flatrate, die kannst du dir sonst wohin schieben. Da ist jetzt aber irgendwas schiefgelaufen. Ich will jetzt genau 2 Tage Zeit. Ist gut, Rudi. Was kriegen wir hin? Gib mir den Schlüssel. Was? Den Wagen nehme ich als Pfand. Bring mir die scheiß Kohle, sonst mache ich dich platt. Kapierst du das? Ja? Ja. Guten Morgen. Morgen, Herr Petri. Hm? Es gibt Unregelmäßigkeiten in der Vermögensverwaltung. Was? Wieso das denn? Naja, bei einigen Kundenkonten gibt es unklare Buchungen und ein deutliches Defizit. Um nicht zu sagen, es fehlt Geld im 7-stelligen Bereich. Ja, das weiß ich und das werden wir klären. Es läuft auch schon alles. Morgen kommt ein Kammerjäger aus Frankfurt. Wenn hier irgendwo ein Loch ist, dann wird er es finden. Sehr schön. Dann sagen Sie mir, wenn der Kollege da ist. Petri? Haushälterin hat geklappt. Ja, sehr schön. Fragt sich nur, für wie lange. Ach komm, sie braucht aber einen Vorschuss. Was? Wo gibt's denn sowas? Sie hat doch noch gar nichts gemacht. Ich bitte dich. Das Finanzamt hat ihr das Konto gesperrt. Und außerdem hat sie eine schwierige Beziehung. Ja, und heute ist ihr Glückstag, oder was? Familie Petri. Nichts getan, aber einen Vorschuss kassieren. Ach, Roland, die Frau hat's nicht einfach. Ich krieg keinen Schreck, aber ihr Mann saß ein paar Jahre im Knast. Wegen was denn? Raubüberfall, aber sie sagt, es kommt nicht wieder vor. Wegen Raubüberfall? Macht nichts. Geben wir ihnen die Chance. Schickt den Mann vorbei, am besten gleich. Dann kriegt er seinen Vorschuss. Oh, danke, Schatz. Boris Quante, Rechtsanwalt. Er wurde mit 2 Kopfschüssen getötet. Boris. Kennst du ihn? In meiner Schulzeit kannte ich mal einen Quante. Aha. Todeszeitpunkt? Vermutlich zwischen 2 und 4. Näheres wissen wir später. Das ist ja keinem aufgefallen. Erne Kruse, unser neuer Streber von der Fachhochschule. Mimi Hu, unser Ausländerbeauftragte. Haben wir irgendwelche Zeugen? Nein, keine Zeugen. Offensichtlich ist er geschlagen worden, hat eine gebrochene Nase. Die 2 Schüsse kamen aus unmittelbarer Nähe. Das heißt, vermutlich saß der Täter auf dem Beifahrersitz. Was wollte er hier? Irgendein Mandant?
aufmachen, Polizei. Hier haben die Dirty Devils das Sagen. Was sind die denn? Eine Rockergang, Markenzeichen, Totenkopf mit Stahlhelm. Wo ich der Toten wurde, also weitergebombt. Aufmachen! Ah, morgen Erichsen. Ja, Erichsen. War Quante dein Stammkunde? Mhm. Bis wann ist er hier gewesen? So bis drei, war total besoffen. Sportsfreund, dein Ausweis. Und dann? Ja, dann gab's Stress. Will nicht bezahlen, also hol ich einen Hausservice, ganz einfach. Und dann hat er bezahlt? Ja, logisch, muss der ja. Ich meine, der will einen wegstecken und nicht bezahlen oder was? Ich soll sogar mit ihm nach Hause gehen. Das geht gar nicht. Wie sieht's denn aus da hinten, Ihr Ausweis? Ja, ja, sicher. Wer hat ihn so verprügelt? Nase gebrochen, Arme verbogen? Das weiß ich doch nicht. Das weiß ich, Erichsen. Hier gibt's nichts umsonst. Das ist auf jeden Fall schwere Körperverletzung. Wer ist er denn? Quante war dein Anwalt, Mabuse. Der ist jetzt tot, wurde vor deiner Tür erschossen. Hast du nichts von mitgekriegt? Nee, ich weiß nichts. Keine Ahnung, was der Mann da draußen erlebt hat. Hat er Schulden bei dir? Nee, jetzt nicht mehr. Das sind Sie? Sieht Ihnen also gar nicht ähnlich. Ja, da war ich krank. Das sieht man noch. Ich muss dich vorläufig mitnehmen, Rudi. Sag mal, was soll denn jetzt die Scheiße? Ich leg doch nicht vor meiner Tür meinen eigenen Anwalt um. Ja, er hat was auf die Fresse gekriegt, klar. Ja, aber er ist hier noch stehend raus. Ja. Ja, das kann ich bezahlen. Ja. Wenn das hier alle so machen würden, wäre das ein rechtsfreier Raum. Und das ist auf jeden Fall räuberischer Erpressung. Wo hast du denn den Junge her, Erichsen? Der ist von der Uni und der hat recht. Wenn jemand Schulden hat, dann kümmert sich die Polizei drum. Und du willst mich jetzt hier in meinem eigenen Land verhaften, ja? Ja, kann sein. Vielleicht holt er wieder seine Knarre raus? Ja. Kann auch sein, ja. Ey, stehen bleiben! Ja, das ist scheiße. Bam, was kann ich für Sie tun? Özbek. Ich wollte 500 Euro abholen. Ach, wie das denn? Wie das denn? Mit dem Kran. Draußen steht mein Kran. Hm. Mann, das hat Ihr Chef angeordnet. Ah, na, das kann ich mir ehrlich gesagt bei Ihrem Kontostand gar nicht vorstellen. Ja, brauchen Sie sich auch nicht vorstellen, das ist nämlich so. Fragen Sie doch einfach nach. Wie wär's, wenn Sie jetzt erstmal einen anderen Tonfall wählen, Herr Özbek? Mann, ich bin seit 25 Jahren Kunde hier. Was ist los auf einmal? Ja, Sie hatten mal ein Sparfuchskonto bei uns. Und ansonsten nur einen hoffnungslos überzogenen Dispo. Und das Sparfuchskonto hat noch mein Vater eingerichtet. Mademoiselle, mit dir rede ich gar nicht mehr, ganz ehrlich. Ist das ein Problem, Frau Grün? Ja, also, der Kunde hat keinerlei Spielraum mehr. Und das Finanzamt hat sogar schon sein Konto gesperrt. Aber er möchte 500 Euro von uns haben. Herr Özbek, wenn Sie mich bitte mal im Büro begleiten wollen. Bitte nehmen Sie Platz. Hören Sie mal, eine Bank ist ein äußerst sensibler Bereich. Da kann man nicht einfach so umschreien, Herr Özbek. Schon klar. Ich komme wegen dem Vorschuss für meine Frau. Ja, ja, schon gut. Eins nach dem anderen. Ich wollte sowieso mal mit Ihnen reden. Sehen Sie, wenn ich so durch die Kundenkonten surfe, an unterster Stelle vom Ranking, also kurz vor dem Rauswurf, da halten Sie sich auf. Ihr Konto ist leergefegt. Ich meine, haben Sie denn überhaupt keine Lust mehr zu arbeiten? Haben Sie keine Lust? Was wird denn das jetzt hier? Nun, ist ein Job weg, entstehen 100 andere Möglichkeiten. Das ist meine Philosophie. Ja, jetzt hören Sie mal zu. Ich habe mich als Eisenflechter auf dem Bau über eine scheiß Zeitarbeitsfirma für 7 Euro die Stunde krumm gemacht. Da würden Sie hier mit Gehhilfe reinschieben. So sieht's aus. Schon klar. Ich verstehe. Und die letzten 2 Jahre? Was haben Sie da gemacht? Ich habe Sie lange nicht gesehen. Mir können Sie es ruhig verraten. Ja, da hatte ich ein paar Probleme. Ein paar Probleme? Ja, kommen Sie, wenn ich Ihnen helfen soll, dann müssen Sie mit mir reden. Ich war im Knast. Ein Gefängnisaufenthalt. Was haben Sie denn gemacht? Raubüberfall. Ein Raubüberfall? Wen oder was haben Sie denn überfallen? Eine Tankstelle. Eine Tankstelle? Da ist doch gar nichts zu holen. Ich weiß nicht, ob Sie da wirklich mitreden können. Oh, doch. Ich kann da sehr wohl mitreden, Herr Özbek. Tankstellen, Spielhallen und Lottoläden bringen überhaupt nichts. Glauben Sie mir das? Ich weiß, was die in der Kasse haben. Wenn überhaupt, dann trägt die Hauptkasse von einem Shoppingcenter, einer Elektronikkette oder einem Möbelgeschäft etwas. Oder eben einer Bank.
Ja, ist gut zu wissen, aber es bringt mir gerade herzlich wenig, ne? Deswegen habe ich Sie ja zum Gespräch gebeten. Ich kann Ihnen beim besten Willen keinen Kredit mehr anbieten. Aber ich kann Ihnen ein ganz anderes Angebot machen. Sehr kurzfristig sogar. Morgen holt bei uns eine Security-Firma den gesamten Bargeldbestand von 5 Bankfilialen ab. Eine Art Inventur, verstehen Sie? Nach meinen Berechnungen handelt es sich um über 7 Millionen €. Der Überfall wird vollkommen unkompliziert ablaufen, weil wir erst mit einer Verspätung von 15 Minuten Alarm schlagen werden. Was halten Sie davon? Was? Überfall? Ich meine es ernst, Herr Speck. Man mag es kaum glauben, aber Sie und ich, wir beide haben ähnliche Probleme. Kräftiger Geldregen kann da nicht schaden. Okay, ich weiß nicht, was hier gespielt wird, aber vergessen Sie es, okay? Für mich haben Sie voneinander Waffel. Wechsel ich eher die Blutgruppe. Überlegen Sie sich das. Und damit auch wirklich nichts schief geht, haben wir noch einen weiteren Profi im Boot. Ah, noch einen? Oh. Also, wissen Sie nicht, was hier los ist, wenn ich Ihrer Belegschaft mal erzähle, was für ein Knaller Sie sind? Das kann ich Ihnen sagen. Dann können wir uns die Millionen abschminken. So. Und jetzt gehen Sie erstmal einkaufen, Ihre Frau wartet. Und behandeln Sie die Sache vertraulich. Wir beide haben jetzt ein kleines Bankgeheimnis. Und sagen Sie Ihrer Frau nichts. Moin. Moin, Herr Reichsen, alles klar? Rudi Mabuse, Besitzer der Roten Mühle und Frau Reichsen, Angestellte. So, hier entlang, Herrschaften. Am besten, ihr haut euch gleich irgendwo hin. Später gibt's nämlich nur noch Stehplätze. Aber wen habt ihr denn da unten? Mabuse. Dann ist gut. So, Frauen rechts, Männer links, Rauchverbot und Toilettengänge vorher anmelden. Und der scheiß Köter bleibt in der Tasche. Hallo, setz dich hin hier. Platz hier nicht rum, klar? Verstanden? Okay, ich guck nicht. Wer glotzt immer noch? Was hab ich gerade gesagt, du Penner? Ich sitze hier schon seit gestern, okay? Aha. Bei uns? Seit gestern. Und weswegen? Widerstand gegen die Staatsgewalt. Ich hab dem Bund sein Ohr abgerissen. Abgerissen. War das weg oder was? Er hat mich beleidigt. Ja. Er sagt, weil Haji Fatala. Und das soll Deutsch sein, sagt er zu mir. Da bin ich ausgerastet, weißt du? Ach so. Bin ich Mensch zweiter Klasse, oder? Nee. Ah. Ja, Bullen vermöbelt. Das ist ja super. Vielleicht könnt ihr hier Nummern tauschen. Vielleicht kannst du ihn hier noch gebrauchen. Ah, halt euch die Schnauze. Unser Junior hat heute seinen ersten Toten gesehen. Darum ist er noch ein bisschen blass um die Nase. Um wen geht's denn? Boris Quante, Rechtsanwalt. Der Täter steigt in sein Fahrzeug, ein Porsche Panamera, und liquidiert den eiskalt mit 2 Kopfschüssen. Ich glaube, der Täter noch verkannten sich. Ja, richtig. Eine Beziehung startet. Rechtsanwälte werden grundsätzlich nicht aus heiterem Himmel erschossen. Er war vorher ziemlich übel verprügelt worden. Quante hatte Stress mit Mabuse, weil er angeblich seine Rechnung im Puff nicht bezahlen konnte. Das ist doch völlig sinnlos, deswegen seinen Anwalt umzubringen. Mord ist sinnlos, mein Junge. Quante hat einen ziemlich vollen Terminkalender. Deine Mandanten? Was sind das für Leute? Alles querbeet. Drogenhändler, Zuhälter, Nachtclubbesitzer. Ist er bedroht worden? Hat er Prozesse verloren? Hohe Haftstrafen? Sich mit Mandanten überworfen? Wir überprüfen das. Komm, ich zeig dir mal deinen Schreibtisch. Okay. Das hier lag im Porsche, Erich. Wen hat er zuletzt angerufen? Er hat einige Handyfotos. Wenn du wissen willst, wer deinen Freund umgelegt hat, solltest du mir ab sofort alles erzählen, Erich. Wer ist der dritte Mann? Das ist Petri. Auch ein Freund? Auch ein Freund.
Beruf? Filialleiter bei einer Sparkasse. Von uns dreien mit Abstand der seriöseste. Hallo. Was kann ich für Sie tun? Lisa Brenner-Kripo. Das ist mein Kollege Erichsen. Wir würden gerne Herrn Petri sprechen. Einen Moment bitte, ja? Da sind zwei Leute von der Polizei. Von der Polizei? Mhm. Welche Abteilung denn? Kripo. Kripo. Ach, Erichsen. Ach so, Sie kennen sich. Ja, ist ein alter Schulfreund von mir. Der will sich bestimmt nur erkundigen, ob ich gut nach Hause gekommen bin. Erich, ja? Was treibt dich denn her? Willst du die Bank wechseln? Ja. Das ist meine Kollegin Lisa Brenner. Ja, freut mich. Hallo. Nehmt doch Platz. Wir kommen wegen Boris. Boris? Wieso? Was ist denn los? Boris ist letzte Nacht erschossen worden. Erschossen? Das kann doch gar nicht sein. Da waren wir doch noch zusammen. Doch, in seinem Porsche. Auf dem Hof hinterm Puff. Sie waren mit ihm in dem Bordellbetrieb? Ja. Ich weiß auch nicht, was uns da reingetrieben hat. Ihr seid doch der Stammkunden. Was haben Sie in dem Bordell gemacht? Was macht man in einem Bordell, Frau Kommissarin? Das ist eine Mordermittlung, Herr Petri. Also, bei wem waren Sie da? Boris war bei Pepsi und ich war bei Tamara. Ich muss dringend meinen Mann sprechen. Hallo, Frau Petri. Ich glaube, das ist jetzt ehrlich gesagt gerade nicht so passend. Das müssen wir jetzt aber hinkriegen. Okay, Moment, ja? Angeblich sollen Sie nicht bezahlt haben. Wer sagt das? Natürlich habe ich bezahlt. Wie viel? 1200 Euro. Entschuldigung, Ihre Frau ist da. Das ist jetzt aber ungünstig. Ja, das habe ich ihr auch gesagt, aber sie sagt, es ist dringend und lässt sich einfach nicht von mir abwimmeln. Gut, entschuldigen Sie. Eine Minute. Die Kleine ist nicht nur seine Angestellte, tippe ich mal. Nee, dann tipp ich mal. Was soll das? Was willst du hier? Ich habe ein wichtiges Gespräch. Tut mir leid, das muss jetzt sein. Weißt du, was passiert ist? Du wirst es mir bestimmt gleich sagen. Unsere neue Haushälterin. Ja, was ist jetzt schon wieder passiert? Ich glaube, die klaut, das sind Klamotten na, weg. Na, man soll niemanden so früh verdächtigen. Sag mal, ist das nicht Erich? Ja, das ist Erich. Das ist ja eine Überraschung. Dann fragen wir ihn doch am besten, was man da unternimmt. Erich? Erich, wie lange haben wir uns nicht gesehen? Ja, ja. Hör mal, Erich, wo du schon mal da bist. Ich habe da einen ziemlich blöden Verdacht. Was soll ich mit unserer neuen Haushälterin machen? Die hat heute erst angefangen, kriegt einen Vorschuss und jetzt fehlen definitiv schon Klamotten. Ich glaube, die klaut. Vielleicht ist da was in der Reinigung hängen geblieben. Nein, da fehlen zwei Anzüge, Hemden, Schuhe. Doreen, bitte. Erich ist wegen Boris hier. Was ist mit ihm? Er wurde erschossen. Was? Oh Gott. Ja. Und deshalb möchte ich Sie jetzt bitten, dass wir unser Gespräch mit Ihrem Mann zu Ende führen können. Mit meinem Mann? Was hast du denn damit zu tun? Nix. Hast du sowas mitgekriegt? Nein. Die Kripo will wissen, was wir gestern Nacht gemacht haben. Natürlich. Wer möchte das nicht wissen? Möchte ich nicht weiter stören. War Quante hier Kunde? Also das ist eigentlich ein Bankgeheimnis, muss ich das jetzt sagen? Ich hör mal auf mit dem Scheiß, Roland. Es geht um Boris, das war brutaler Mord. Hatte Boris finanzielle Probleme? Er mal den Dispo überzogen, mehr war da nicht. Er hat dem Ärger am Puff beim Bezahlen. Hast du da was von mitgekriegt? Nein. Wann bist du gegangen? Das ist so gegen vier. Um fünf hat mich meine Frau zu Hause begrüßt. Wie sind Sie nach Hause gekommen? Mit dem Taxi. Wieso stand Quantes Porsche im Hof? Das machen wir immer so. Wenn wir einen Zug durch die Gemeinde machen, parken wir den Wagen da, wo die Party endet. Wie praktisch. Das Schönste kommt zuletzt. Frau Abdullah? Kripo, mein Kollege Kruse. Können wir nur als Kurt sprechen?
Worum geht's denn? Das würden wir im Dschungel selber sagen. Jüngste Polizei. Was wer denn? Frau Hu. Frau wer? Eine Frau Hu. Huhu. Herr Zweck, können wir kurz mal reinkommen? Nee, wieso das denn? Sie kennen Herrn Quante. Ja, kenne ich. Mein Anwalt. Sie hatten heute früh einen Termin mit ihm. Ja, aber der ist ausgefallen. Sie wissen auch warum. Ja, hat mir seine Sekretärin erzählt. Warum denn? Er ist tot. Was war denn der Grund Ihres Termins? Er sollte mich zur Polizei begleiten. Ich habe meine Meldeauflagen verschlafen. Ja, kenne ich ja. Jeden Tag einmal melden, ne? Was ist denn so schwer? Was daran schwer ist? Jeden Tag ist daran schwer. Wo waren Sie letzte Nacht zwischen 2 und 4 Uhr? Ja, im Bett. Mit mir. Besseres Alibi hat er noch nie gehabt. Herr Quante hat einige Mandanten vertreten, die mit Ihnen im Gefängnis saßen. Haben Sie da irgendwelche Drohungen gegen ihn mitbekommen? Ja, habe ich. Ich habe mir auch selbst gedroht. Warum das denn? Der Typ hängt zugeguckt auf irgendwelchen Barhockern und verschläft Gerichtstermine. Ich glaube, wir kommen nochmal auf Sie zurück. Klar, von mir aus. Hallo, Herr Elsbeck. Wenn ich mal vorstellen darf, das ist Marvin Weber. Hi, Jüxel. Marvin. Ja? Was läuft? Nicht, dass Sie sich wundern, Herr Elsbeck. Unser Projekt ist ja kein Ein-Mann-Unternehmen. Und zu diesem Zwecke stelle ich ein Team zusammen. Sowas Ähnliches wie Ocean's 11. Sie kennen den Film? Mit George Clooney in der Hauptrolle, der ein geniales Team zusammenstellt. Ja, habe ich schon mal fast von gehört, ja. Prima. Also ich würde vorschlagen, das Beste ist, wir duzen uns gleich von Anfang an. Ist das in Ordnung? Das ist überhaupt kein Problem. Roland. Marvin ist mir von Ihrem gemeinsamen Anwalt empfohlen worden. Hat ganz ähnliche finanzielle Probleme wie Sie. Der Anwalt ist heute aber umgelegt worden. Es ist kein gutes Omen, würde ich sagen. Ach, scheiße. Wer hat den umgelegt? Das weiß man noch nicht. Die Ermittlungen laufen noch, aber ich hoffe, Sie kriegen den Mann. Ja, unbedingt. Von Marvin habe ich erfahren, dass Sie beide sich hervorragend ergänzen würden. Stimmt das? Ja, schon. Wie Sie hat auch Marvin einschlägige Erfahrungen gemacht, die ihn für diesen Job qualifizieren. Er ist vorbestraft wegen Raub. Bewaffneten Raub. Also genau das, was wir hier brauchen. Ist bekannt. Deswegen sollte Herr Weber auch das Kommando übernehmen, dass Sie ja bisher nur Spielhallen und Tankstellen überfallen haben. Ich sorge in der Bank für den reibungslosen Ablauf mit den Geldwaren. Warte mal, das heißt jetzt bewaffneter Bankraub, oder was? Ja, na klar. Ich meine, wir wollen auf gar keinen Fall, dass irgendwelche Knarren zum Einsatz kommen oder dass Leute verletzt werden. Natürlich nicht, auf gar keinen Fall. Aber eine Pistole macht Angst, das weiß ich aus diversen Fortbildungsmaßnahmen. Ich kenne die beiden Geldfahrer seit Jahren. Keiner von beiden wird sein Leben aufs Spiel setzen. Der eine hat Familie, 3 Kinder und der andere ist Alkoholiker, was keiner wissen darf. Die beiden tragen die übliche Smith & Wesson. Die müsst ihr ihnen als erstes abnehmen. Danach zwingt ihr die Kunden der Bank auf den Boden. Dann schnappt ihr euch die Geldkoffer, schleppt sie raus in den Geldtransporter. Und dann fahrt ihr ab, raus aufs Land. Bei den Harburger Bergen biegt ihr ab in den Wald. Dort wechselt ihr die Fahrzeuge. Und wo fahren wir dann hin? Ihr fahrt an die Nordsee. Ich hab da ein Haus. Im Winter ist da kein Mensch. Nordsee, das ist aber jetzt eine Scheißidee, Roland. Wieder hocken wir dann alleine da oben in der Hütte, ohne Weiber, fressen Ravioli, aber haben eine Million auf der Tasche. Ist das jetzt ein Problem, oder was? Danach kannst du dir Weiber und Stand und ihn auf der ganzen Welt leisten. Ja, gut, okay, meinetwegen. Also, wenn wir da sind, dann rufen wir an. Ja, wie? Anrufen. Wenn wir da sind, dann rufen wir an und sagen Bescheid, dass wir da sind. Ja, das ist eine ganz wunderbare Idee. Am besten ruft ihr an, wenn mich die Polizei gerade verhört. Stimmt, wir haben meine Kinder auf Klassenreise. Uns geht's gut, aber das Wetter ist scheiße. Ihr ruft überhaupt nirgendwo an. Nirgends. Habt ihr das verstanden? Mein Gott. Quanzes Mandanten, mit denen er Probleme hatte. Reiser sitzt wegen Raubüberfall. Özbeck hat ein Alibi. Mabuse, Geldverleiher und Luxuspuffbesitzer. Präsident der Dirty Devils. Und Marvin Weber, ein ganz harter Junge. Hat wegen zweifachem Totschlag und Raubüberfall bereits 11 Jahre abgesessen.
Sicherungsverwahrung wird abgelehnt. Und seit einer Woche ist er wegen guter Führung draußen. Nimm da mal den Schnauz weg und die langen Haare, dann hast du unseren Freier aus dem Puff. Ach, das Scheiße. Denkt ihr da die ganze Nacht rum? Das ist doch völlig wahnsinnig. Du musst immer vom Schlimmsten ausgehen, Kruse. Das mach ich ja. Und du rennst auch nicht mehr irgendwelchen Typen hinterher ohne den Go von Eriksen, klar? Was? Er hat ihn für einen Zeugen gehalten, der sich verdrücken will. Und auf der Straße ist es plötzlich kein Zeuge mehr, sondern Freak mit der Knarre. Also, Wohnsitz von Weber? Ist nicht bekannt. Das Einzige, was wir wissen, ist, dass er mal verheiratet war. Und ist die Fahndung schon raus? Ja, ist raus. Kommen wir zu Quante. Er war offensichtlich hochverschuldet und ein lausiger Anwalt. Zugeguckt, unzuverlässig, häufig im Casino. Woher wisst ihr das alles? Woher wisst ihr das so genau? Er war ein sauguter Anwalt, ein sauguter Anwalt. Lisa, was macht man mit alten Freunden, die man lange nicht gesehen hat? In guter Erinnerung behalten. Genau. Ja, danke, danke. So, jetzt mal weiter am Text. Ich glaube, der Täter war ein Mann. Da bin ich mir fast zu 100% sicher. Zigarette! Was ist denn? Zigarette! Na, reinkommen! Kruse hier ist nicht Raucher. Also. Also, der zweifache Kopfschuss wurde ganz sauber und präzise an der Schläfe angesetzt. Das macht man, wenn man jemanden bestrafen will. Militärisch, männlich, keine spontane Tat. Ach so, spontan sind nur wir Frauen. Ja, statistisch gesehen sind Mordfälle von dieser Brutalität zu 90% männlich. Auftragstaten oder schlicht aus Rachemotiven. Ja, das müssen wir alles ganz genau wissen, nicht ganz genau. Er hat Würgemale am Hals. Die waren laut Gerichtsmedizin nicht tödlich und zum Todeszeitpunkt mindestens 2 Stunden alt. Das ist die Mabuse-Masche. Brich ihm ein paar Rippen, pack ihn am Hals, drück ihn gegen die Wand, bis er keine Luft mehr kriegt, lass ihn los. Das ist typisch für Leute, die anderen Leuten Angst machen wollen. Also, das ist der Stand der Dinge. Mabuse. Warte mal, willst du mich jetzt hier alleine lassen mit den ganzen Füßen? Mach den Kopf zu, setz dich hin, ja? Uri Mabuse, 42 Jahre alt, aus Nordenham, Niedersachsen. Sie sind Präsident der Dirty Devils und haben verschiedene Vorstrafen wegen Körperverletzung, richtig? Richtig. Sie wissen, dass die Rockerkutte, die Sie tragen, hier in Hamburg verboten ist? Ich trage die nur zum Motorradfahren. Ich kann sie beim nächsten Mal bei der Stadtgrenze ausziehen, da stehen genug Mülleimer rum. Ich hasse Motorräder. Die werden dauernd übersehen. Wir nicht, schöne Frau. Glaube ich sofort. Welcher normale Verkehrsteilnehmer übersieht schon noch heute Stahlhelm und Kabinazi-Symbol? Ja, pass mal auf. Wenn einer von den Members ein Hakenkreuz hat, dann wird er sofort wegtätowiert. Das ist ja ganz neu. Ja. Wie läuft denn das mit Ihrer Inkasso GmbH? Also, meine Firma stellt unbürokratisch Sofortkredite zur Verfügung. Ja, und wer sich was leiht, der zahlt das auch zurück. Und wenn einer nicht pünktlich zurückzahlt? Man kann über alles reden. Man setzt sich in die Küche mit dem Schuldner zusammen, Schuldenberatung, ja? Ganze Ruhe, kein Stress. Mit Ihrem Anwalt Quante hat es aber Stress gegeben. Ja, okay, manchmal da muss man die Leute auch mal wieder auf den Boden der Tatsachen zurückholen, ne? Und mit dem Wort haben wir nichts zu tun. Um wie viel Geld ging's denn? 35 Riesen. Uli! Was denn? Der Typ nach dir schon wieder. Ach, warte, ich komm gleich. Wie lange dauert denn das hier noch? Der kommt gleich. Was ist denn mit Petri? Hatte der auch Schulden? Das heißt, du hast seinen Wagen konfisziert. Ja, der hatte eine Frist. Und die war abgelaufen. Gut, wir müssen Sie vorläufig wegen räuberischer Erpressung hier behalten, Herr Mabuse. Das ist jetzt totale Scheiße hier! Bitte! Dann setz dich noch mal da rein. Und vielleicht fällt dir im Laufe des Abends noch irgendwas Schönes ein. Ich weiß gar nicht, was für einen Ärger du dir machst, ne? Laut Ballistik ist Quante mit derselben Waffe erschossen worden, die vor 11 Jahren bei einem Raubüberfall benutzt wurde. Arschloch! Mal ein Bier, bitte. Schatz, ich hab da was für uns. Vergiss die scheiß Kindergeldanträge, das Jobcenter. Morgen machen wir einen Abflug. Aha, wen das? Dreimal Benidorm, Spanien, ohne Rückflug. Hier, holen wir so eine kleine Apartmentwohnung mit Meerblick, ein bisschen wie Rio, was jetzt mal? Sieht aus wie bei uns. Also vom Strand mal abgesehen. Also was soll das? Komm mal, komm mal. Dickes Ding am Laufen, okay? Mit wem? Die Sache ist ein bisschen ungewöhnlich. Gebe ich zu. Hast du dir das ausgedacht? Ja, zum Teil. Das
du machst, ist eine Bank. Eine Bank? Ja, eine Bank. Mein Kollege ist ein Vollprofi, der hat das schon dreimal gemacht. Welche Bank? Ich weiß noch nicht, welche Bank. Wenn du das machst, bin ich weg. Jetzt warte mal ganz kurz. Jetzt hör doch mal erst mal zu. Es geht um 7 Millionen. Du träumst. Nein, ich träum nicht. Ja, jetzt guckst du, ne? Ja. Und Scheiße, Yüksel. Was Scheiße? Was Scheiße, Dalida? Hm? Willst du so weitermachen wie bis jetzt, oder was? Mann, du warst erst Schuhverkäuferin, dann haben wir ein Kind bekommen, jetzt bist du Putzfrau, Alter. Wenn ich der Alten die Schuhe nicht am Kopf geknallt hätte, dann wäre ich immer noch Schuhverkäuferin. Ja, was passiert ist, ist passiert. Sie hat mich dauernd ins Lager geschickt, das weißt du ganz genau. Ja, da kriegt man dicke Füße, ich weiß. Meine Güte. Mann, der Laden ist pleite, es gibt immer noch Gerechtigkeit. Kleine Schuhläden haben es scheiß schwer. Ich weiß. Die Großen fressen die Kleinen, ich weiß. Guck mal hier. Penny Dorm. Manchmal kriegt er was in der ersten Reihe. Ich denke, das sollten wir hinbekommen, oder? Penny Dorm, Baby. Endlich sind wir dran. Ha? Sind wir mal dran, verstehst du? So, der nächste bitte, aber auf Deutsch. Solange wir in diesem Land Menschen zweiter Klasse sind, sprechen wir kein Deutsch. Ja, aber. Ja, das ist jetzt hier unser neuer Knastsprecher. Wieso denn das jetzt wieder? Wir sprechen Rumänisch, Türkisch, Serbokroatisch, Mandarin, aber kein Deutsch. In Sprachen war ich immer richtig scheiße, aber in Sport war ich gut. In Sport war ich richtig gut. Lisa, was ist denn bei dir mit Fremdsprachen? Weißt du doch. Englisch, Französisch. Frau Hu und du? Vietnamesisch, Französisch. Oder auch Russisch. Ja, die verarschen dich, mein Freund. Was mit Türkisch? Emma, hier ist Türkisch gefragt. Türkisch muss ich erst meine Frau zum Übersetzen holen. Aber das ist doch scheiße hier. Wir sind die Polizei, also auf Deutsch. Hab ich doch gleich gesagt. Das bin ja dann wohl ich. Ja, ist super, dass ich heute auch noch mal drankomme. Ich sehe hier, dass wir einige Vorstrafen haben. Das ist jetzt nicht euer Ernst, oder? Das ist 5000 Jahre her. Es ging um Betrug. Sie haben Freier mit niedrigen Preisen aufs Zimmer gelockt. Ja, Moment, die Basispreise, ne? Irgendwo muss der ja anfangen. Und in der Erschöpfungspause haben Sie mit deren Bankkarte im hauseigenen Bankomat abgehoben. Da habe ich mich in der Summe vertippt. Kann ja vorkommen. Ja, laut Akte haben Sie sich 150 Mal vertippt. Du musst da gar nichts sagen. Der Anwalt ist unterwegs. Ja, ich weiß es. Den werden Sie auch brauchen, Frau Reich. Es geht hier um Mord. Und in Ihrem Fall mindestens um Beihilfe zu räuberischer Erpressung. Hatte Quante Schulden beim Abuse? Oh Gott, der hatte überall Schulden. Der hat sich die Scheine in die Nase gesteckt, wenn Sie verstehen, was ich meine. Und Petri? Was soll mit dem sein? Hatte der ähnliche Probleme? Nee, der hatte ganz andere Probleme. Aber ja, wir dürfen ja niemanden ablehnen, ne? Hier, wie nennt sich das? Ja, so wie Taxifahrer und Ärzte. Ich habe gefragt, ob der auch Schulden hatte. Na gut, das weiß ich doch nicht. Da müssen Rudi fragen. Der macht die Finanzen. Na, mein Schatz. Roland, ich werde unsere Haushälterin feuern. Sie kann mir nicht erklären, wo deine Klamotten geblieben sind. Das eine Paar Schuhe lohnt doch den Aufstand nicht. Was soll das heißen? Ich mag es nicht, wenn hier die Dinge einfach verschwinden. Wo ist das Auto? Ach, das Auto. Das ist in der Werkstatt, habe ich dir gar nicht erzählt. Aber wir kriegen ein Ersatzfahrzeug. Das Blödsinn, du erzählst mir Scheiße. Ich habe heute Morgen mitgekriegt, wie der Wagen beschlagnahmt wurde. Wer ist der Mann? Ein Finanzbeamter. Es gibt ein paar Ungereimtheiten. Der Steuerberater hat Mist gebaut. Ein Finanzbeamter? Ja, ich wollte dich damit nicht beunruhigen. Der Finanzbeamte ist ein stadtbekannter Rocker namens Mabuse. Ach, Quatsch. Das muss nur wirklich eine Verwechslung sein. Herr Roland, hat das was mit Boris zu tun? Doreen, ich weiß nicht, was mit Boris passiert ist. Haben wir finanzielle Probleme? Finanzielle Probleme? Nein. Wie kommst du darauf? Sag mir die Wahrheit, lüg mich nicht an. Ich lüg dich nicht an. Das würde mir im Traum nicht einfallen.
Das möchte ich bezweifeln. Sag mal, was ist denn heute Abend los mit dir? Ich glaube, es hackt. Ich glaub dir gar nichts. Was? Guten Abend. Ich bin Steve Meyerhoff, Anwalt von Herrn Mabuse. Wo finde ich meinen Mandanten? Der sitzt da hinten. Sie ermitteln den Mordfall eines Kollegen, sehe ich das richtig, Herr... Erichsen, ja, das sehen Sie richtig. Erichsen. Dafür kommt mein Mandant nicht in Frage. Ich habe hier eine Liste mit einem Dutzend Zeugen für den Tatzeitpunkt. Was sind das für Zeugen? Ja, ganz normale Zeugen. Was sind für Sie normal? Ja, der Getränkelieferant ist normal, der Klempner, der die Herrentoilette repariert, ist normal, der Mann vom Hausservice, völlig normal. Na, ob der nun gerade normal ist, also, da habe ich meine Zweifel und da bin ich nicht der Einzige. Lisa, wir haben hier eine Liste mit Zeugen aus dem Puff, was machen wir da? Ganz normale Zeugen, oder was? Ja, ganz normale Zeugen. Stevie, bist du blöd? Verarsch mich doch hier. Also, Sie haben genug normale Zeugen. Wenn Sie sich eine Dienstaufsichtsbeschwerde ersparen wollen, lassen Sie ihn besser gehen. Alles klar, Sie können ihn mitnehmen. Rudi? Der neue Anwalt. Ach nee, wusste ich auch schon. Passen Sie auf, dass er nicht durchdreht. Das tut er nicht, der hat einen Psychologen. Haben Sie ein Auto dabei? Ja, wieso? Sie müssen ihn im Auto mitnehmen. Die Kutte ist hier im Stadtgebiet verboten. Außer Sie lassen ihn in Niedersachsen raus. Das geht dann auch. Du musst hier gar nichts sagen. Hast du das? Ja, ich hab's mitbekommen. Marvin Weber. Was war mit dem? Dem letzten Kunden? Ganz normaler Gast. Egal, was man sonst unter normal versteht, aber das ist Marvin Weber und der ist definitiv außerhalb jeder Normalitätstoleranz. Ja, stimmt. Bisschen komisch war der schon. Wann war der da? So um 12 ungefähr. Ich war auch frei, aber er wollte warten. Warten worauf? Mein Gott, ich weiß es doch auch nicht. Es gibt so eine Leute. Ich sagte, ihm musst du noch üben oder was? Brauchst doch keine Angst haben. Aber er wollte, dass ich unbedingt erst den Stammkunden bediene, hier diesen Anwalt. Hat er auf Quante gewartet? Seit einer Woche kommt er jeden Tag. Erst geht er auf den Friedhof und dann kommt er in den Puff und wartet. Friedhof? Ja, seine Frau liegt da. Wieso? Ich weiß nicht, ich glaube, die hatte Krebs und hat sich umgebracht. Aber also, so genau weiß ich es jetzt auch nicht. Also, ich höre ständig solche Geschichten. Gäste wollen alle über ihre Frauen reden, weil eigentlich sind wir ja der Psychonotdienst. Erich. Funktioniert nicht. Sekundenschlaf. Passiert immer wieder. Hey, mach Feierabend. Hm? Hast du was getrunken? Ich? Nein. Erzähl mir nichts. Wodka, Gin, Carone ist farblos. Aber ich riech's. Gib mir die Flasche. Kümmer dich um deinen Scheiß, Lisa. Das Saufen macht keinen mehr lebendig. Hast du auch eine Ahnung, wie sich das anfühlt, wenn einer von deinen ältesten Freunden einfach abgeschossen wird? Das muss ein ziemlicher Schock sein. Er hat sich da aber auch mit den falschen Leuten eingelassen. Woher willst denn du das wissen, Kruse? Spiele nicht den Schlaumeier. Quantes Mandant ist ein Psycho, der schon zwei Leuten das Licht ausgeblasen hat. Deswegen muss doch Quante kein Psycho sein. Ja, du legst dich jetzt aufs Ohr. Aber nicht zu Hause. Wo denn? Hier, in der Zelle. Oder du spinnst. Ja, wie gestern. Damit du nüchtern wirst. Zu Hause ist ja keiner. Niemand, der auf dich aufpasst. Kommst du mit? Das kommt Jahre zu spät, Erich. Und du bist ja süß. Na, Hexe, was läuft? Was wollten denn die Bullen von dir? Ich hatte einen Termin mit diesem Quante, da stehen natürlich gleich die Bullen vor der Tür. So? Das war der beschissenste Anwalt, den ich je hatte. Wie viele hattest du denn bis jetzt? Er war auf jeden Fall der Letzte. Mich sieht kein Gericht mehr wieder. Nee, mich auch nicht. Na, Petri sagt, das ist ein simpler Job. Wir gehen rein in die Bank, die Geldfahrer ergeben sich freiwillig. Gutes. Ich habe jetzt zwei Beretta F92, 9mm Automatik. Kannst du jetzt auch noch mal überlegen. Aber um die Knarren werden wir nicht drum rumkommen. Hast du sowas schon mal benutzt? Also ich meine, hast du schon mal jemanden umgelegt? Das ist jetzt eine ganz dumme Frage. Okay. Jeanette Weber. Mhm.
Ja. Ja, das sieht ja ziemlich ordentlich aus. Ja, das ist sie. Hallo. Sagen Sie mal, wissen Sie, wer hier wo liegt? Ja, das habe ich jetzt auch nicht so im Kopf. Kruse, Kripo. Gibt's hier vielleicht so eine Art Mieterverzeichnis? Ja, gibt's. Ist doch kein Geisterfriedhof mit Kommen und Gehen. Ja, schon klar. Wer kommt, der bleibt. Hier, Jeanette Weber. Wer bezahlt denn das Grab? Der Ehemann. Kennen Sie den? Ja, den kenne ich. Er war im Knast. Sie sind ja bestens informiert. Er kam in Handschellen mit drei Justizbeamten. Mhm. Da war seine Frau schon lange tot. Das hat er nicht gewusst? Bei der Beerdigung haben sie nicht rausgelassen. Das war ziemliche Scheiße für den Mann. Die haben das abgelehnt? Nee. Der Anwalt hat vergessen, einen Antrag zu stellen. Nein, das waren zwei. Ich habe nur zwei gesehen. Nein, aber da sitzt ja noch einer in der Kiste. Scheiße. Lukas, wie läuft's denn so? Oh, ganz gut soweit. Wir haben jetzt neue Richtlinien. Ah, wie, was denn? Wir sind jetzt zu dritt. Ein Kollege bleibt in meinem Auto und die beiden anderen gehen zur Kasse. Das ist ja super. Da passt einer auf den anderen auf, wie? Naja, für den Kollegen im Auto ist das ganz schön heftig. Der darf ja nicht mehr aufsteigen, egal was passiert. So, auf den Boden jetzt! Auf den Boden! Scheiße! Langsam! Ich will eure Hände sehen. Und jetzt auf den Boden. Die Waffe auf den Boden. So ist brav. Jetzt nimmst du die Kugel und jetzt raus mit dir. Los! Hab auf die Knie! Tür auf, Alter! Pronto! Die scheiß Tür auf oder ich knall ihn ab! Was versteht ihr denn da jetzt nicht? Er handelt auf Anweisung. Er kann nicht aufmachen, egal was passiert. Mach das Ding an. Das Ding ab! Ich erkläre dir genau, was passiert. Wenn du die scheiß Tür nicht aufmachst, ist dein Kollege tot. Das ist ganz einfach. Hermann, mach die Tür auf. Hermann, mach die Tür auf. Warum macht er die Tür nicht auf? Hermann, du bist so bescheuert. Wow, boom! Jetzt guckst du blöd, hä? Was hab ich denn gerade erklärt? Was hast du denn gedacht? Das habt ihr jetzt von euren scheiß Anweisungen. Hermann, mach mal auf jetzt hier. Okay. Ganz wie du willst. Hol ich mir jetzt die nächste. Die Tür ist auf. Die Tür ist auf. Nicht gleich so. Runter. Tja, Hermann. Die Woche geht gut los, was? Reicht jetzt. Ganz ruhig jetzt. Sagen Sie mal, bei uns fehlen zwei Anzüge und ein paar Schuhe. Haben Sie irgendwie eine Ahnung, wie das sein kann? Ich habe doch erst einen Tag gearbeitet.
Ach so, Sie meinen, wenn Sie erst einmal ein paar Wochen da sind, dann steigt die Wahrscheinlichkeit noch, dass Sie was mitgehen lassen, oder was? Das habe ich nicht gesagt. Außerdem war ich Schuhverkäuferin. Also was sollte ich mit Schuhen? Kann ich mal in Ihren Kleiderschrank sehen? Dann wissen wir beide Bescheid. Langsam wird zum Stammkonvoi, Frau Brenner. Hast du schon eine Ahnung, wie viel die mitgenommen haben? 6-7 Millionen Euro. Das lässt sich aber sehen. Allerdings. Das hört sich aber nicht nach Zufall an. Ist das normal, dass 7 Millionen auf einer Tour transportiert werden? Das kommt vor, hin und wieder her. Weiß man das vorher, wie viel das ist? Wenn man die Route kennt und die Umsätze der Shopping-Malls, Elektronikketten und Möbelgeschäfte, ja, durchaus. Also ist das Insiderwissen? Das kann ich dir nicht sagen, Erich. Ich kannte den Geldfahrer seit Jahren. Erst die Geschichte mit Boris, jetzt das. Ich bin fertig. Gab es denn sonst noch irgendwelche Auffälligkeiten? Nein. Tut mir leid. Seit wann wussten Sie, wie viel Geld in Ihrem Wagen war? Das erfährt man erst am selben Tag. Bei Schichtbeginn. 7 Millionen. Deshalb waren wir heute ja zu dritt. Wieso haben Sie nicht aufgemacht? Das sind die neuen Richtlinien bei Raubüberfall. Moment mal. Welche neuen Richtlinien? Der im Wagen bleibt drin. Wer hat sich denn diesen Schwachsinn ausgedacht? Und wieso haben Sie sich da nicht einfach darüber hinweggesetzt? Keine Ahnung, ich habe gedacht, die Sache geht gut. Wahrscheinlich hätte ich genauso gehandelt. Mir steht es auch nicht zu, Sie zu verurteilen. Wie, es steht uns nicht zu? Ohne diese idiotischen Richtlinien wäre der Kollege vielleicht noch am Leben. Ja, vielleicht. Du Arschloch? Fresse halten, sonst bist du der Nächste. Das war doch überhaupt nicht nötig, Mann. Hey, vergiss den scheiß Wachmann. Okay. Wir laden jetzt um. Mach doch mal auf. Ich will die Kohle jetzt sehen. Da bist du jetzt heiß drauf. Hör mal, mal gucken. Ja, stimmt eigentlich. Ja, logisch. Was ist das denn jetzt? Das sind scheiß Prospekte. Hey, 11% Rendite, 0% Risiko. Sagt, dass sie den Transporter bis zum Stadtrand auf dem Schirm hatten und dann war er weg. Weg wie weg? Ja, die Typen müssen den GPS-Sender ausgeschaltet haben. Ja, dazu muss man ja erst mal wissen, wo der Sender ist, ne? Ja, wirklich. Versuch mal rauszufinden, ob die Fahrer hier mit drin hängen. Ich glaube, ich habe doch einen der Täter wiedererkannt. Sind Sie sicher? Wen denn? Der hier war, in der Bank. Also nicht der Todesschütze? Ne, der hier war, das ist ein Kunde von uns. Woher wissen Sie das? Die trugen doch Masken. Ja, aber der steht immer genau da, wenn er Geld braucht. Tatsächlich? Wer ist denn dieser Kunde? Yüksel Özbek. Also Yüksel Özbek halte ich für ziemlich ausgeschlossen. Aber doch nicht unser Yüksel. Nein. Ich bin jetzt auch schon ein bisschen am Ende langsam mit meinen Nerven. Herr Özbek ist sowieso jetzt nicht gerade mein Lieblingskunde. Na, also da müssen Sie sich irren, Frau Grün. Özbek ist ein Spinner, ein Krawallmacher, aber Banküberfall. Das waren Profis. Doch, er war es, Herr Petri. Sie auch, Mademoiselle. Das hat er zu mir gesagt. Mademoiselle, sagt hier nur einer zu mir. 171, 72, 73, 74, 75.
Von 76, 77, 78, 79, 80, 180.000. Mehr wird das nicht. Das sind 90 Feen, das ist doch scheiße. Das ist scheiß Wechselgeld und Kreditkartenquittung. 90.000 für jeden. Das hat dem Arschloch auch noch richtig Spaß gemacht. Gott, was soll ich denn jetzt da wieder erzählen? Ich sag dir mal eins. Das war das letzte Mal, dass dir irgendwas Spaß gemacht hat. Wenn er ganz schlau wäre, dann hätte er uns hier im Wald umgelegt. Aber weil er nur halb schlau ist, will er mit der Kohle abhauen. Und ich wette mit dir, dass er jetzt genau in diesem Augenblick seine Sachen zusammenpackt. Ich frage eine andere Sache. Welche andere Sache? Was ist denn jetzt schon wieder? Wegen Herrn Özbeck. Ihre Angestellte sagt, es gab da gestern ein Problem mit ihm. Man kann sich seine Kunden nicht aussuchen. Jeder Bürger hat das Recht auf ein eigenes Konto. Das hat der Gesetzgeber so festgelegt. Antidiskriminierungsgesetz kennen wir. Alle wollen sie gleich behandelt werden. Pro Mensch ein Konto, egal wie viel drauf ist. Özbeck ist schon seit ewigen Zeiten nichts mehr drauf. Und deshalb haben Sie gestern mit ihm geredet? Ja, ich habe ihm klargemacht, dass er kein Geld mehr kriegt. Wie hat er reagiert? Er ist wütend geworden. Da habe ich ihn rausgeschmissen. Das ist das Beste, was er machen konnte. Na ja, du weißt doch, wie das ist, wenn ein Kunde durchdreht. Da kann man nichts machen. Man lässt sich anbrüllen, brüllt nicht zurück, weil womöglich irgendwo ein Fotohandy bedreht. Ja, und ratzfatz ist die Sache im Internet. Das kriegst du ja nicht gelöscht. Aus der Nummer kommst du gar nicht raus. Da gibt es keine Hotline, du kannst keinen anrufen. Sie können nach Hause gehen, Herr Petri. Aber halten Sie sich zu unserer Verfügung, ja? Wir sehen uns. Yüksel Özbeck, Sie sind sich ganz sicher. Er war dabei, das sage ich Ihnen ja. Frau Grün, entschuldigen Sie. Wo ist mein Wagen? Den hat Ihre Frau. Wieso das denn? Sie wollte zum Einkaufen. Warum haben Sie ihr denn den Schlüssel gegeben? Wieso denn nicht? Weil ich den Wagen selber brauche. Wo ist Ihr Mann, Frau Abdullah? Keine Ahnung. Wieso? Ist was passiert? Es besteht dringender Verdacht, dass er an einem Bankraub beteiligt war. Und wahrscheinlich fährt er jetzt gerade mit dem Geldtransporter durch die Gegend. Quatsch. Laut Zeugenaussagen leider doch. Wo finden wir ihn? Wissen Sie das? Ich weiß nicht. Darf ich mal? Hallo? Unser Neuer. Wenn er da in irgendwas reingerutscht ist, dann raten Sie ihm lieber, sich zu stellen. Die Sache ist eine Nummer zu groß für ihn. Ich weiß nicht, wer ihm seinen Partner ausgesucht hat, aber der Kerl ist nicht normal. Das ist ein Killer. Der hat ohne mit der Wimper zu zucken einen Geldtransportfahrer umgelegt. Ich weiß nicht, wo er ist. Wozu? Zum Reinpissen. Wieso das denn? Du wirst die nächsten paar Stunden hier im Auto sitzen, das Haus nicht aus den Augen lassen. Ja, sehr witzig, Chef. Erich. Du kannst Erich zu mir sagen. Frau Grün, die Aussage zu Herrn Özbeck ist Ihnen nicht leicht gefallen. Warum?
Naja, denken Sie, es macht mir Spaß, einen Kunden zu verdächtigen. Kennen Sie ihn irgendwie persönlich? Nein. Wieso das denn? Naja, wenn 7 Millionen verschwinden, glaube ich, nicht ein Zufall. Die Gangster haben einen Tipp bekommen. Aber nicht von mir. Wer weiß über den Geldtransport detailliert Bescheid? Der Disponent natürlich. Die Geldfahrer und die Filialleiter. Hat Ihr Chef Finanzprobleme? Das weiß ich nicht so genau. Jetzt werden Sie doch mal konkret. Er hat einige problematische Kredite bewilligt. In welcher Höhe? Ruhe jetzt hier im Karton! Aufenthaltsgenehmigung, so. So, kann ich da mal vorbei, danke. Im kleinen Stil, so etwa 1 Million oder so. Das nennen Sie im kleinen Stil? Wie will er da rauskommen? Er hat gesagt, er braucht ein Wunder. Erich? Wo ist Janik? Auf Beobachtungsposten. Allein? Allein, ja. Spinnst du? Ist sein erster Tag hier, der kommt direkt aus dem Hörsaal. Wir haben alle mal klein angefangen, da muss er durch. Aber im Gegensatz zu dir muss er sich nicht auf die Wiese setzen zum Pickel, nämlich in Bordklo. So, nehmen Sie 10, das ist wirklich dann. Ich lasse mich gerne überraschen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das... Doreen, was soll das? Was machst du hier? Guten Abend, Herr Peter. Schön, dass Sie da sind. Wenn du trinkst, das kann ich auch. Wo ist der Wagen? Keine Ahnung, irgendwo. Was heißt denn keine Ahnung, irgendwo? Du musst doch wissen, wo du den Wagen geparkt hast. Wieso, was ist denn mit dem Auto? Ich soll nicht fahren, wenn ich trinke. Ich habe mir auch gerade schon einen Kaffee bestellt und Lasagne für die Kinder. Lasagne für die Kinder? Es ist 23 Uhr, die Kinder schlafen schon. Oh, woher willst du denn wissen, wann die im Bett liegen? Ausgerechnet du? So, zwei Lasagne und eine Panna Cotta. Ihre Frau hat erzählt, was bei Ihnen los ist. Ja, sowas liest man sonst nur in der Zeitung, nicht wahr? 7 Millionen, stimmt das? So, roundabout stimmt das, ja. Jedenfalls ist Ihre Frau am Ende ihrer Kräfte. Ganz im Vertrauen, Herr Petri. Sie glaubt, dass Sie angeblich eine Affäre haben. Typisch Frau, ich habe halt viel zu tun. Ja, jedenfalls wäre es gut, wenn Sie sie mit nach Hause nehmen. Ja, womit denn? Ach, hier, den habe ich sicherheitshalber konfisziert. Was? Sie haben den Autoschlüssel. Da fällt mir ein Stein vom Herzen. Wieso? Das ist so selbstverständlich. Ja, 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 sicher. Wo steht denn der Wagen? Jetzt hör zu. Du hast 5 Minuten für deine Alte. 5. Sex fällt aus. Zudröhnen fällt auch aus. Du schnappst dir deinen Scheiß und dann holen wir uns das Arschloch. Ist okay. Ja? Ja. Hä? Ja. Und wenn wir den Mann haben, dann wird der Mann ohne Tamtam umgelegt. Erstes Geld, Marvin. Ja? Erstes Geld. Jana Lugiesch. KDD, Erichsen. Jeffers Kruse. Zippersohn, gehen ins Haus. Wer denn? Kannst du sehen, wer es ist? Herr Özbeck und Weber. Bleib im Auto, beweg dich da nicht weg. Ja. Ja, geht klar. Schatz. Das ist Marvin. Ich weiß, wer er ist. Guck mal, die Sache ist nicht so optimal gelaufen. Hm, hab ich gehört. Am besten, ihr geht gleich wieder, Yüksel. Lady, wir müssen hier mal eben einen Augenblick scharf nachdenken. Deswegen hältst du jetzt besser die Fresse. Hey, 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 so redest du nicht mit meiner Frau, okay? Sind wir den Typen da unten? Den kenn ich doch. Das war der Bulle von gestern. Raus hier! Jetzt! Bleibst hier, Yüksel. Dalida, du hältst dich da raus, okay? Für was, hä? Für was? Du hast damit nichts zu tun, okay? Weg stehen bleiben. Tasche abstellen. Ganz langsam. Nein.
Das läuft. Hey, na? Hallo. Ihr kommt doch nicht raus. Bitte? Das Haus ist umstellt. Da draußen ist keine Sau. Ha? Die haben dich abgestellt und vergessen. Schon mal drüber nachgedacht? Ha? Und du hast es auch nicht so einfach. Und jetzt? Jetzt bist du richtig am Arsch. Marvin, wir müssen hier raus jetzt. Soll das eine Drohung sein? Wie kommst du nach? Dass die Knarre nach Fresse eine Bedrohung sein soll? Verstehe ich nicht. Ich mach das einfach nur so. Kein Risiko. Bleib stehen, Yüksel! Marvin, Bullen! Ist doch scheißegal! Nimm die Hände wieder runter. Polizei, lass den Jungen los, Weber! Ich würde es nicht probieren, Bullen. Ich geh nicht nochmal an den Bau. Gib's auf, Weber. Überall Polizei. Lass den Jungen los, Weber! Ihr bleibt schön da, oder der Junge ist tot. Scheiße, das ist immer verbockt. Deine Aufsichtspflicht, Erich. Du kotzt mich so an. Gib die Fahndung durch. Ich hole jetzt den Wagen. Willst du jetzt abhauen? Warum soll ich denn abhauen, Doreen? Ich hole den Wagen und wir fahren nach Hause. Er holt doch nur den Wagen, Frau Pink. Setz dich wieder hin, schnell. Warum? Ich habe mit Dalida gesprochen. Dalida? Wer zum Teufel ist Dalida? Das ist unsere Haushälterin. Merkt ihr mal den Namen? Ich denke, die haben wir entlassen. Nein, das haben wir nicht. Ich war heute bei ihr. Die wohnt da in diesen Sozialsilos, da wohnen nur Leute von sonst wo, sogar der Briefträger war türkisch. Sie hat eine nette kleine Wohnung, da 3 Zimmer, hübsch, sauber, aufgeräumt, vielleicht ein bisschen bunt. Sie ist aus Beirut, aber christlich, in der Küche hängt der Papst. Sie sagt mir, sie hat nicht gestohlen. Sie zeigt mir ihren Kleiderschrank, sie hat massiv viele tolle Schuhe, aber keine Anzüge. Sie hat ein kleines Kind, ihr Mann trägt nur Trainingsanzüge, also was soll sie mit deinen Anzügen? Sie hat die Anzüge verkauft, Secondhand, Doreen, kein Problem. Ein Koffer ist auch weg. Ja, ein Koffer ist auch weg. Diese Leute denken praktisch. Tu dich so bescheuert, ja! Wenn hier einer praktisch denkt, dann bist das ja wohl du. Den Koffer, den hast du dir vollgepackt mit deinen Lieblingsklamotten, du spießiges Arschloch, um damit abzuhauen. Ich bin nicht laut! Ich fahr zum Supermarkt und wie ich einpacke, was sehe ich da im Kofferraum? Dein Koffer! Daneben stehen allerdings noch 2 andere Koffer. Geldkoffer, Roland. Die hast du nämlich ausgetauscht. Das hätte ich dir gar nicht zugetraut. Ich wollte dich da nicht mit reinziehen. Oh. Wie süß von dir. Diese beiden Kerle, die Bank überfallen haben, sind ziemlich gefährliche Jungs. Ja, die haben einen Wachmann erschossen. Das kann uns auch passieren. Sie uns, dir vielleicht. Ich kenne dich, du. Wenn du lächelst, dann lügst du. Und wenn du so stocksteif da sitzt wie jetzt und keine Miene verziehst, dann hast du Angst um deinen Arsch. Wo ist das Geld, Doreen? Das habe ich versteckt. Wo? Tja, das würdest du jetzt gern wissen, was? Mann, wir lassen ihn raus jetzt. Was ist mit dir jetzt los? Bist du jetzt Mutter Theresia oder was? Marvin, lass ihn raus, okay? Er stört nur. Ja, da hast du recht. Okay, Alle an. Endstation. Hey, ich mache nichts. Ich habe kein Handy. Und ich rechne es euch hoch an, wenn ihr mich am Leben lasst, okay? Oh, er rechnet es uns hoch an? Hast du gehört, Yüksel? Lass ihn gehen, Marvin. Ich frage mich, wo rechnet er es uns denn hoch an? Gehst du beten? Oder gehst du davon aus, dass wir uns vor Gericht wiedersehen, wo du es uns hoch anrechnen wirst? Geht's noch? Ich bring keine Bullen um, verstehst du das? Ich bring überhaupt niemanden um. Wenn die uns kriegen, dann mach ich dich kalt. Doreen, bitte, wo ist das Geld? Gott, schau dich doch mal um, du Arschloch.
Na, bist du zufrieden? Oh Gott, mir ist so schlecht. Kotz mir bitte nicht den Wagen. Ich lass mich das Kind auch allein. In der Wohnung gepackte Reisetaschen gefunden. Wo wollten Sie hin? Wenn Sie Ihrem Mann helfen wollen, dann sollten Sie es aussagen. Ich weiß nicht, wo der ist, okay? Der Typ interessiert mich auch nicht mehr. Wir haben Stress gehabt. Ein Wort gibt das andere. Er kennen Sie doch. Und deshalb haben Sie den Koffer gepackt? Ja, nee, ich wollte ins Frauenhaus. Ach was? Ja, herbe Enttäuschung. Die sollen einem helfen, stattdessen eine ehrenamtliche Alte, die einen Vollquatsch ist, die selber Mann und Kinder verloren hat. 3 Stunden Gequatsche, obwohl man nur schlafen will. Sie haben Ihrem Mann die Koffer gepackt. Wo sollte der hin? Ins Seemannsheim oder wo? Ja, also... Alles klar, Kollegen. Ich bin in Ordnung. So, wie ist die Lage? Bist du verrückt? Ja, ich wollte die Zielperson nicht aus den Augen verlieren. Und deswegen gehst du da alleine ins Haus? Ja, da hab ich Scheiße gebaut. Tut mir leid. Wo war denn die Absicherung? Einer observiert, der andere besorgt was zu essen, und das war ich. Na, auf den Observierungsbericht bin ich echt mal gespannt. Hören Sie zu, Dalida. Ich glaube, Ihr Mann hat unserem Kollegen das Leben gerettet. Ihr Mann ist vielleicht nicht besonders schlau. Ja, ich weiß. Aber der andere ist ein skrupelloser Psychopath. Wenn der erst mal einen umgelegt hat, dann kommt der nächste dran. Das ist gewissermaßen eine Sucht, verstehen Sie? Aber diesen Banküberfall, den haben die beiden noch nicht alleine ausbaldowert, oder? Von wem kommt der Job? Wer ist der dritte Mann? Der arbeitet in der Bank. In der Bank? Das ist ja entzückend. Einer der Geldfahrer? Nee, der Filialleiter. Der Filialleiter. Jetzt parkt ihr hier direkt vorm Haus. Damit gleich jeder sieht, dass wir hier auf Besuch sind, oder wie? Ach so. Wenn wir einen Spaziergang zum Haus machen, dann sieht uns keiner, oder was? Frau Petri, oder was? Nein, ich bin nicht Frau Petri. Wer sind Sie? Ich bin vom Imbiss. Was für ein Imbiss? Italienischer Imbiss. Bundesstraße kennt hier jeder. Ich habe Frau Petri nur nach Hause gebracht. Ja, gut. Nun, wo ist denn nun der Herr Petri? Warum? Sind Sie von der Polizei oder was? Ja, genau. Wir sind von der Polizei. Das ist mein Kollege. Ja, hallo. Sie wissen nicht zufällig, wo sich Herr Petri aufhält? Wir müssen hier ganz dringend sprechen. Ich habe die Polizei nicht gerufen. Das wissen wir. Sie sollten jetzt aber trotzdem lieber keine polizeilichen Ermittlungen behindern. Ne? Also, wo ist der Mann? Mein Mann ist weg, da kommen Sie leider zu spät, meine Herren. Frau Petri, oder was? Herr Petri ist verschwunden mit angeblich 7 Millionen. Ja, das wissen wir bereits. Das sind ganz schlechte Nachrichten. Ganz ruhig. Die Dame hat doch gar nicht ausgeredet. Ne? Vielleicht kann ich helfen. Ja. Bitte. Also, wo ist er denn hingefahren? Er ist nicht gefahren, er will fliegen. Er ist Sportflieger. Sportflieger. Wo ist denn der scheiß Flugplatz?
schwierig. Wo ist dein Mann, Doreen? Wieso? Was ist mit ihm? Wir haben den dringenden Verdacht, dass er an einem Banküberfall beteiligt ist. Was? Banküberfall? Quatsch! Das ist unmöglich. Das werden wir sehen. Ach, Unsinn, das ist ein Irrtum. Ihr Mann ist weg, Frau Petri. Da bin ich ganz sicher. Sie wissen das, wir wissen das. Der ist gleich wieder da. Nein, er hat gepackt. Jetzt weiß er auch, wo seine Anzüge sind, in dem Koffer auf der Flucht. Sie sollten uns jetzt ganz schnell sagen, wo wir ihn finden können. Ich habe keine Ahnung, wo er gerade steckt. Einer der Täter ist definitiv der Mann, der Boris Quante erschossen hat. Er hat doch schon zur Schulzeit seinen Flugschein gemacht. Wo springt er ab, Doreen? Guck mal, George Clooney. Hi, Roland, wie läuft's? Roland! Was soll man jetzt davon halten? Hm? Ohne dich zu bedanken, wirst du jetzt einfach abhauen. Ohne uns. Oder wie? Nein. Nur auf Nummer sicher gehen. Was? Was für eine Nummer sicher? Das würde uns gleich erklären. Ganz realistisch gesehen. Hätte ich den Tausch nicht vorgenommen, ich hätte die Kontrolle über die Aktion verloren. Zu großes Risiko. Er vertraut uns nicht, Hüchse. Bisschen, finde ich, kann ich das auch irgendwie nachvollziehen. Also, Jungs, die Kohle ist immer noch da. Wir können jetzt ganz fair teilen. Oh Mann, Roland, du sitzt doch gar nicht mehr in der Kasse. Nein, nein, es geht doch hier auch gar nicht ums Geld. Roland, es geht um 7 Kilo Hochglasprospekte. Ihn jetzt nicht abknallen. Verstehst du das? Aber nicht abknallen? Nee. Machst du jetzt hier den Kommandochef oder wie? Marvin. Ich kann uns hier rausbringen. Die Maschine hat eine Reichweite von 900 Meilen. Wir fliegen nach Saint-Montan. Das ist ein kleines Kaff in den Vogesen. Von da aus mit dem Auto weiter nach Nizza. Ja? Was haltet ihr davon? Lass uns jetzt schön auf die Startbahn los. Hüchsel, hör auf mit dem Scheiß! Erst Banküberfall, jetzt Geiselnahme, wird immer teurer für dich! Robby, lass mal gut sein. Ist vorbei jetzt. Du hältst jetzt auch mal die Fresse! Pass auf, jetzt kommt gleich die Dr. Freud-Nummer. Denk doch an deine Frau. Wie wird die das finden, wenn du lebenslänglich hinter Gittern sitzt? Bla, bla, bla! Wie lauten denn Ihre Forderungen? Abflug lautet die Forderung! Okay. Ihre Geisel ist der Pilot, richtig? Ich nehme an, dass er noch lebt. Du bist ja eine ganz Schlaue. Natürlich lebt er noch. Er soll ja fliegen. Bringen Sie ihn ans Tor, damit ich ihn sehe. Nein, nein, das machen wir auf gar keinen Fall, Frau Kommissarin. Los, wir fliegen jetzt. Marvin, wir fliegen jetzt nicht. Ja, okay. Ich kann den Penner auch gleich hier umlegen. Aber er ist dummerweise unser Pilot. Und wir brauchen ihn noch. Aber wer braucht dich eigentlich? Warte, du bist ja ganz entzückend jetzt. Wenn du zuckst, Marvin, dann zuck ich auch. Da war mal eine hübsche Pattsituation, du Arschloch. Ich möchte jetzt Herrn Petri sprechen, Herr Weber. Das können Sie sich abschminken, aber sowas von komplett! So, wo muss jetzt unser scheiß Pilot hin? Wiederkommen sollen, Junge.
Waffe runter. Ich habe gesagt, Waffe runter. Geben Sie Ihre Waffe, Herr Özbeck. Wo kommst du denn auf einmal her, Puppe? Stehen, verdammt! Jetzt bleib doch mal stehen, Roland! Ja. Sorry. Petri, Roland. Haftrichter kommt gleich. Kann sich nur um Stunden handeln. Überstunden. Das ist gut, Kruse. Aber dafür haben wir leider kein Geld, das können Sie gleich abschmecken.